heute nehme ich euch mit, wie ich mein Zimmer aufräume, weil es hier drin richtig, richtig schlimm aussieht. Normalerweise versuche ich das immer super aufgeräumt zu halten, weil ich mich dann auch richtig wohlfühle. Aber nach jedem Video, was ich drehe, ist hier drin einfach eine Bombe explodiert. Und seit dem letzten hatte ich einfach keine Zeit mehr, es aufzuräumen. Beziehungsweise vielleicht war ich auch ein bisschen zu faul. Vielleicht. Auf jeden Fall habe ich euch auf Instagram abstimmen lassen, was ihr lieber sehen wollt. Diesen Aufräumen-Vlog oder ein DIY-Notebook-Cover. Aber das hier hat offensichtlich gewonnen. Und wenn ihr das nächste Mal auch mit abstimmen wollt, dann folgt mir unbedingt auf Instagram. Ich heiße nämlich genauso wie hier. Und jetzt legen wir los, aber vorher wollte ich euch wieder eine Frage beantworten, die dieses Mal von Ariba Rana kam. Sie wollte wissen, was für einen Schulabschnitt ich hatte. Also, auf der Realschule hatte ich eine 2,0. Dann habe ich mein Gymnasium nachgeholt oder... Wahrscheinlich, oder? Mein Abitur auf einem Gymnasium nachgeholt. Da hatte ich eine 2,7. Ich war auf jeden Fall die schlechteste aus meinem Freundeskreis, die da einen Abschluss gemacht hatte. Es war kein so guter Abschluss, würde ich jetzt behaupten. Aber danach habe ich mein duales Studium gemacht und da hatte ich mit einer 1,9 abgeschlossen. Worauf ich immer noch mega stolz bin, weil eben mein Abitur nicht so prickelnd war. Aber schreibt mir mal euren Notendurchschnitt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was da alles dabei rauskommt. Und Noten sind zwar sehr wichtig, ja, aber sie sind auch nicht alles. Merkt euch das. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Ich lege jetzt mal los mit dem Aufräumen und würde sagen, los geht's! Jupp, das ist die Wahrheit, wie es auch bei mir manchmal aussehen kann. Mir ist halt voll wichtig, das euch zu zeigen und mehr von diesen Vlogs hier zu machen, damit ihr so behind the scenes auch mitbekommt und nicht immer alle denkt, bei mir ist alles perfekt, weil das ist es nicht. Ich habe auch ein ganz normales Leben. Ich liebe zwar diese perfekten Videos, aber ich will, dass es nicht alles ist, was ihr von mir seht. Ihr versteht, was ich meine, richtig? Ja. Auf jeden Fall legen wir es los. Schritt 1 ist immer zum Aufräumen. Erstmal ein bequemes Outfit, das habe ich jetzt schon an. Oversized Hoodie, Legging und Kuschelsocken. Schritt Nummer 2 ist definitiv Musik, um einfach so in Stimmung zu kommen und gute Laune zu haben. Da höre ich meistens Spotify. Ich finde gerade diese 2000er-Playlist richtig cool mit so Oldschool-Hits. Oder auf YouTube, da gebe ich dann The Good Life Radio ein. Das ist halt so, ja, chillige Hintergrundmusik, die auch voll gut ist. Höre ich meistens abwechselnd einfach auf das, was ich gerade mehr Lust habe. Und dann starten wir mit dem eigentlichen Aufräumen, indem ich alles hier rausräume, was eigentlich gar nicht in dieses Zimmer gehört. Zum Beispiel Geschirr. Ich finde, ab einer gewissen Menge an Geschirr sieht das Zimmer nicht nur unordentlich, sondern irgendwie auch schmutzig aus. Ich meine, ich habe hier eine Kaffeetasse, zwei, okay, nein, drei Gläser und die kommen jetzt erstmal wieder in die Küche. Und das hier kommt auch wieder weg. Das war von meinem DIY-Hoodie-Video, also echt schon einige Tage hier drin. Oh Mann, ey. Man könnte auch meinen, ich habe meine Haare geschnitten, wenn ich die so trage, oder? Sieht aus, als hätte ich so einen Long Bob. Ich will sie aber auf jeden Fall wieder lang wachsen lassen für den Sommer. Auf Instagram zeigt sie mir die ganze Zeit so Erinnerungen an, was ich an dem Tag vor ein oder zwei Jahren halt gepostet habe. Und in letzter Zeit sehe ich so viele Bilder von mir, wie ich halt Haare bis unter die Brust habe. Und das ist für mich persönlich die perfekte Länge an mir. Jetzt muss ich es noch ein bisschen wachsen lassen, weil gerade gehen sie eher so Richtung Nippel. Also ein paar Zentimeter habe ich noch. Aber währenddessen räume ich jetzt hier weiter auf und ich suche mir da immer eine Stelle im Zimmer auf, die ich zuerst komplett mache. Also nicht überall so ein bisschen was. Ich finde das mega demotivierend, weil es so langsam dann vorangeht. Sondern eine Stelle und die komplett. Da habe ich danach nämlich so ein richtiges Erfolgserlebnis. Und weil ich super viel am Schreibtisch bin und am PC arbeite, will ich das immer zuerst machen, weil es mir am wichtigsten ist. Und hier liegt gerade mega, mega viel Zeug rum. Also let's start. Diese Dinge hier sind einfach so praktisch, um das Washi-Tape schön und ordentlich aufzubewahren, sodass man es auch sehen kann, weil die sind ja auch alle mega schön. Aber ja, die Boards habe ich von Ikea. Da gibt es 1000 verschiedene Aufsätze. Also zum Beispiel eben dieses runde hier, wo man so auch Geschenkpapier, so kleineres dran machen könnte. Oder hier solche Clips. Da sind solche zwei Haken, wo was Größeres drauf passt. Hier nochmal für so kleinere Sachen oder so ein Balkon. Davor hatte ich die alle hier in dieser Schublade. Oder hier sind auch noch ein paar. Aber die haben dann vom Platz einfach nicht mehr hingepasst und deswegen ist es halt mega schade, weil das so unordentlich aussieht. Aber am Freitag fahre ich eh zu Ikea und ich glaube, dann hole ich mir einfach noch so eine dritte Stange. Übrigens, not sponsored, das wäre echt cool, aber nope, alles selber gekauft. Und ich habe mal ein Video hochgeladen, wo ich so ein DIY gemacht habe, wo ihr genau das hier nachbasteln könnt quasi. Suche ich raus und verlinke es euch in der Endcard, weil ich habe schon mega oft Nachrichten von euch bekommen, wo jemand meinte, dass das, was ich habe, nichts ist im Vergleich zu eurer Washi-Tape-Sammlung. Eine meinte sogar, sie hat über 1000.
Wow, also wenn das stimmt, Respekt. Dieser Berg hier ist alles Müll, was ich hier gehortet habe. Und der kommt jetzt erstmal hier unten in den Abfalleimer rein. Ich weiß, es ist unterschiedlicher Müll, das werde ich nachher trennen. Aber ich habe halt hier nur den einen. Und vorne bei uns in der Küche, da haben wir Plastik, Papier, Restmüll und so weiter. Also ich nehme den nachher mit vor und trenne dann vorne alles. Und jetzt sieht das doch schon ziemlich gut hier aus. Das Einzige, was ich noch aufräumen muss, sind diese Perlen aus meinem letzten Video. Diese Bügelperlen. Ich überlege halt, soll ich die alle in ein Gefäß machen? Aber ich glaube, da kann ich heute Nacht nicht schlafen, weil es mich so aufregt, dass die so durcheinander sind. Oder trenne ich die? Ja, ich muss die trennen, sonst geht es mir nicht gut. Okay, wie geil wäre es gewesen, wenn das in echt so schnell gegangen wäre. Das hat mich jetzt nämlich eine halbe Stunde meines Lebens gekostet. Und tada, wieder ein ordentlicher Schreibtisch. Da werde ich später noch drüber putzen, damit es auch sauber wird. Aber erst nachdem ich das hier gemacht habe, die zweitschlimmste Stelle hier in meinem Zimmer, da liegen echt die DIY-Sachen von locker 7 Tagen. Also das ist jetzt die nächste Baustelle. Als erstes nehme ich das hier wieder auseinander. Das war von meinem letzten Instagram-Post. Moment, ich zeige es euch mal. Ich habe es nämlich gerade hochgeladen. Ich finde es richtig cool und halt sowas total Kreatives. Die Fotos mag ich ja am meisten und ich glaube, die kommen auch am besten bei euch an. Auf jeden Fall habe ich dazu so Holzstifte an zwei Metallringen festgeklebt mit Heißkleber. Ich habe auch einen TikTok dazu gemacht. Und das erste Kommentar, was so abging, war, was für eine Stifteverschwendung. Ich dachte mir so, hey, chillt Leute, das kann man mega easy wieder abmachen. Einfach so ein bisschen dran ziehen und dann geht es schon ab und die Stifte sind ganz. Also hier wird nichts verschwendet bei mir. Das ist eher eine Frage, die ich mega oft gestellt bekomme. Was mache ich eigentlich mit meinen ganzen DIYs, wenn ich damit fertig bin? Also die meisten benutze ich in irgendeiner Form oder ich habe einen Schrank drüben im anderen Zimmer. Da bewahre ich die alle auf und wenn ich halt denke, ich brauche sie irgendwann wieder oder wenn ich merke, okay, das werde ich selber nie benutzen, weil ich es halt ja nicht brauche, dann zerlege ich es wieder so in die Einzelteile, also wie, so wie hier, wenn es halt möglich ist. Aber ich schmeiße vielleicht 5% von den Sachen oder so weg, weil ich keine Verwendung dafür habe. Aber die meisten nehme ich dann wieder auseinander und setze es wann anders wieder ein. Zum Beispiel auch dieser Ring, den ich dafür benutzt habe. Den habt ihr davor schon mal in einem Herbst-Deko-DIY-Video gesehen. Da habe ich hier so Schnüre dran gehangen, wo es dann so wie so ein Regenbogen bunt runterhing. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Der war auf jeden Fall mal eine Zeit lang in meinem Zimmer, eben als Deko. Und danach habe ich es nicht mehr gebraucht. Deswegen habe ich die Fäden weggemacht. Jetzt hierfür benutzt und jetzt kommt der Heißkleber wieder weg und dann seht ihr ihn irgendwann wieder. Mann, ich bin gerade so genervt. Ich habe es auch gerade schon in meiner Story auf Instagram erzählt. Ich war auf einem richtig coolen Event eingeladen. Ich hatte mich so darauf gefreut und jetzt wurde es abgesagt wegen Coronavirus. Und ich weiß ja nicht, wie ich darüber denken soll. Bin ich froh, dass es nicht stattfindet, damit ich mich auch nicht anstecken kann und wenn man es wirklich ernst nehmen sollte. Oder denke ich mir, es wird viel zu viel Panik darum gemacht. Eine richtige Grippe ist anscheinend viel schlimmer und da sterben mir sogar auch mehr Leute dran als am Coronavirus. Ich weiß es nicht, aber ich bin halt gerade voll traurig, dass ich da jetzt nicht hin kann. Schreibt mir unbedingt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Seid ihr da gechillt drauf und denkt euch, okay, einfach respektvoll damit umgehen, immer fleißig Hände waschen, was man eh tun sollte, und drauf achten. Aber man sollte keine Panik machen. Also so ist zumindest meine Einstellung. Keine Ahnung. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Und ich werde jetzt mal die Oberflächen hier abputzen auf meinem Schreibtisch und hier hinter mir noch den Tisch. Eine Sache hätte ich fast vergessen, und zwar mein Make-up. Das habe ich immer hier auf diesen zwei Regalbrettern drauf. Die finde ich mega praktisch, weil sie so perfekt in diese Ecke hier reinpassen. Die sind von IKEA. Und da habe ich einmal hier unten meine Make-up-Pinsel und Augenbrauenprodukte. Die sind in diesem Töpfchen hier drin. Und der Rest soll eigentlich hier drin sein. Finde ich mega schön mit dem Muster von diesen Stäben hier. Und es passt auch perfekt zu den zwei Spiegeln. Die ganzen Sachen sind alle von H&M Home. Da gibt es so viele schöne Deko-Sachen. Jetzt ist nur das Problem, dass so ein Körbchen nicht viel bringt, wenn man alles andere daneben lagert. Deswegen räume ich die jetzt mal wieder hier ein. Oh, und das gehört gar nicht hier hin, sondern da. Ew. Okay, hier soll ich echt mal öfter putzen. Ups.
Und das hier kommt hier oben hin. Genauso wie diese Sonnencreme hier. Leute, ich habe angefangen, seit einer Weile immer Sonnencreme morgens aufzutragen, weil ich einfach gelesen habe, wie wichtig das für die Haut ist. Also macht das unbedingt. Und noch der berüchtigte Katzenohr-Haarreif. Den ziehe ich immer auf, damit meine Haare nicht im Gesicht hängen, wenn ich mein Make-up mache. Und damit ist es dann auch schon fertig. Sieht wieder richtig schön ordentlich und vor allem auch sauber aus. Und spätestens jetzt kann ich auch saugen. Oh Gott! Weil Raffi gerade Maila so gekraut hat, um ihre Haare rauszukriegen, weil sie ihr Winter verwechselt. Da liegt ein halber Hund. Jesus. Oh no. Baby! Oh mein Gott, wie süß! Jetzt weiß ich, wo der Begriff Hundeblick herkommt. Aber Maila, Schatz, du musst jetzt aufstehen. Ich sauge jetzt nämlich gleich hier. Wer hat die größten Ohren der Welt? Du. Halt, stopp! Einen letzten Schritt gibt's noch, was mein Zimmer wieder perfekt und neu ist. Und dafür brauche ich das hier. Das ist die Fernbedienung für meine Lichterkette, die ich mir vor einer Weile da gekauft hatte, als ich mein Zimmer ein bisschen mehr Visco umgestylt habe. Ich suche mir da immer eine neue Farbe aus, sobald ich aufgeräumt habe, damit es einfach wieder ja, fresh aussieht. Und heute wird es rot. Woo! Mega cool! Und damit ist mein Zimmer wieder perfekt aufgeräumt, geputzt und hat einen neuen Style bekommen durch die Lichter. Die verlinke ich euch unbedingt mal in der Infobox, weil ich die einfach so cool finde. Ansonsten noch einen kleinen Tipp. Ihr könnt ja mal probieren, einfach dieses Video bei euch am PC laufen zu lassen, während ihr aufräumt. Das mache ich immer so mit anderen Aufräumvideos, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin nicht alleine und dadurch geht es irgendwie einfacher. Vielleicht funktioniert es ja auch bei euch. Und ansonsten folgt mir super gerne auf Instagram, wenn ihr jeden Tag was von mir sehen wollt. Und abonniert hier meinen Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Bald kommt eine sehr große Überraschung auf euch zu, also macht es unbedingt. Und ja, ich würde sagen, da sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.